Also vor allem weiß ich, wie das ist, wenn einem die Außenwelt sagt, du bist doch serbisch oder deutsch. Und ich hatte damit nicht die Probleme, die manche hatten, dass ich mich gefühlt hätte, als ob ich zwischen den kulturellen Stühlen sitze, sondern ich habe das immer als Vorteil gesehen, verschiedene Kulturen zu kennen und mir daraus aussuchen zu können, quasi, was ich für mich dann übernehme oder nicht. Aber ich weiß, wie das ist, wenn man von der Außenwelt dazu gedrängt wird, das eine zu sein oder das andere zu sein, und wie schwierig das ist, denen zu sagen, nein, ich bin ich und ich habe das eine und ich habe das andere und kann das auch sehr reflektiert beides benutzen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich nicht patriotisch bin und darauf sogar eigentlich ganz stolz. Viele Menschen brauchen das aber. Viele Menschen brauchen diese Zuschreibung zu Nationen, weil denen das irgendeine Sicherheit vermittelt. Ich habe mir das quasi selber ausgeredet. Die Vorteile, die ich habe, ist natürlich genau das zu wissen, einen Einblick in eine Kultur zu haben, in die serbische oder in die slowenische in meinem Fall. Also das heißt, diese Themen gut abdecken zu können und natürlich auch die Sprache zu können. Also erstmal nicht. Erstmal war das egal. Da war nur wichtig, dass ich gut in der Schule gewesen bin und Arbeitserfahrung habe. Mittlerweile ist es aber so, dass beim WDR, bei Funk aus Europa, wo ich arbeite, und beim Deutschlandradio Kultur eben genau das abgefragt wird, eben dass ich über die serbische und die slowenische Kultur, Musik, Gesellschaft, Politik mehr Bescheid weiß als jemand, der sich nicht dafür interessiert. Und das, würde ich sagen, hat vielleicht gar nicht mal so viel mit meinem Hintergrund zu tun, sondern damit, dass ich mich eben dafür interessiere. Aber dadurch, dass ich den Nachnamen Perković habe, wirkt das vielleicht bei mir sogar noch ein bisschen glaubwürdiger. Also ich glaube, dass Jugendliche heute Schwierigkeiten haben, die erstmal nichts mit der interkulturellen Kompetenz zu tun haben, sondern die haben damit zu tun, dass sie wenig Unterstützung haben von Eltern, dass Lehrer überfordert sind in der Schule, dass die Klassen zu groß sind, dass es zu wenig Ausbildungsplätze in bestimmten Berufen gibt, dass sie insgesamt zu wenig Menschen haben, die ihnen helfen können, ihren Weg zu finden. Und dass der ein bisschen individueller ist vielleicht bei Kindern aus Familien, aus Einwandererfamilien, das ist klar. Aber ich glaube, das ist nicht das erste Problem.